Ich nehme bis zum Ende teil. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Viva. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Der hat sich aber schnell wieder beruhigt. Ernsthaft. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Wenn du mit dem Schwert so gut bist wie mit der Armbrust, gewinnen wir. Viel Glück. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Ich bin sogar noch besser mit dem Schwert als mit der Armbrust, mein Freund. Der Sieg ist uns gewiss. Hoffe ich doch mal. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter! Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter! Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann! Doch Obacht! Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt! Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung da hoch, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen okay. In Bächen gibt's heute. Ich muss mir die Einzelnen rauspicken. Am besten, ich suche mir Palmarin direkt raus. So. Oh oh. Ich hänge. Das ist unfair. Okay. Guido Francis! Du Francis Cornelius! Jetzt kommt Palmarin. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Komm! Dankeschön! Wir sind in der Überzahl. Natürlich haut er zuerst mich. Der pinke Gnom. So, das war Nummer 4. Jetzt kommt Nummer 5. Ich muss mich vorsichtig benehmen. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ach Mann, diese dämliche Herumgeschubserei von denen. So. Dankeschön. Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auf Radix von Vierhorn, stark wie ein Stier.
Er meisterte alles, bis hierhin mit Leichtigkeit. Vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Naja. Es ist Zeit. Auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Toll. Vierhorn, wo liegt dieses ferne Land? Leider ist's hier gänzlich unbekannt. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gorgon! Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Habe ich wenigstens wieder volles Leben? Ja, muss ich ja. Und die Titanen umkreisen die Böse und sie zerbleiben gleich mit Getöse. Alter, der haut ja einfach zu. Alter. Darf ich was trinken? Von dieser Gelegenheit möchte ich nutzen, um euch daran zu erinnern, dass dieses Turnier euch von den Weingütern Vermentino und Corona präsentiert wird. Darf ich... Vermentino, das kannst du jetzt nicht tun, das war klar. Was mache ich denn? So. Nein, was mache ich denn? So. So. Ich muss warten, bis der zugeschlagen hat. Ja. Und hau mir dann selber eins. Das ist doch wirklich scheiße. Ich darf nicht zu greedy sein. Zack. So, du Gregor de Gorgon. Aha! Gregor de Gorgon! Dieses Jahr trägt Ravix von Vierhorn den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Ravix! 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 Ein goldenes Schwert, wie geil. Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Er hat bei der Liebe seiner Herzensdame geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens reden. Na, das kann ja was werden.
Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Ich hecke nichts aus. Ich hecke nichts aus. Guillaume hat mich angeheuert. Aber hier geht es um dich, nicht um ihn. Ich habe ihn jedenfalls nicht herbestellt. Ich bin sogar überrascht, dass er auftaucht. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Scheiße. Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe ihm nichts gesagt. Er muss selbst dahinter gekommen sein. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass das richtig war? Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Pirol-Ei. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Das ist hart. Das ist echt hart. Da tut mir der Guillaume schon irgendwie so ein bisschen leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Er hat das Ganze in die Wege geleitet und wird dann so ausgeschimpft. Aber er war zu neugierig. Viel zu neugierig. Da sind wir. Ich will mal das Schwert kurz gucken, was ich da gewonnen habe. Alter. Ja, das gefällt mir ganz gut, das Schwert. Das hat was. Jetzt muss ich natürlich nur noch ein paar richtige Runen da reinbolzen, damit das auch richtig schön knattert. Aber ich glaube... So wirklich was haben wir nicht, ne? Chance auf Betäuben. Chance auf Taumeln. Betäuben kann ja auch noch nützlich sein.
Ich will noch mein Silberschwert haben. Silberschwert. Meine Armbrust. Da, ne? Obwohl, ich finde die Rüstung schon ganz schön. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen.